Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ETF-Analyse mit und von mir. Ich bin Christoph von Faszination Finanzen. In diesem Video werfen wir mal einen genauen Blick auf den Invesco Global Clean Energy ETF. Ein ETF ausgerichtet an einen globalen, trendigen und zukunftsorientierten Sektor. Viele von euch werden wohl das Äquivalent kennen für den iShares Global Clean Energy von BlackRock. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass die meisten der ETF-Investoren von euch, die auch stark auf Social Media unterwegs sind, diesen iShares ETF schon häufiger gesehen haben. Lange Zeit war dieser der bekannteste und meines Wissens auch einzige ETF aus diesem Sektor, weswegen ich mich heute sehr darüber freue, dass es nun weiteren Zuwachs auf diesem Markt gibt. Gucken wir zu Anfang ein paar Daten an. Der Global Clean ETF von Invesco wurde am 01.03.2021 aufgelegt und ist somit zum jetzigen Zeitpunkt keine 3 Monate alt. Hat in diesem kurzen Zeitraum ein Volumen von ca. 20 Millionen Euro einsammeln können. Hier möchte ich direkt einen Vergleich zum iShares ETF einbringen. Der iShares Global Clean Energy wurde im Juli 2007 aufgelegt und hat bis heute die beträchtliche Summe von mehr als 4 Milliarden Euro eingesammelt. Dies liegt unter anderem an dem global größeren Interesse an Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Allein in Deutschland ist der Klimaschutz trotz Corona-Pandemie für über 70% der Bevölkerung eine wichtige Thematik geblieben und für 16% ist diese sogar noch wichtiger geworden. Für mich sind diese Zahlen ein klasse Indikator, um solch eine Sektorwette mit erneuerbaren Energien einzugehen. Jedoch möchte ich direkt hier betonen, dass dieses Video und meine Meinung zu diesem ETF weder eine Anlageberatung noch eine ausdrückliche Kaufempfehlung sind. Nun gucken wir uns ein paar Daten von Invescos neuester Sektorwette an. Wir haben es hier mit einem physisch replizierenden ETF zu tun. Das heißt, dass dieser Fonds direkt in die Wertpapiere investiert, welche er auch abbildet. Es ist ein thesaurierender ETF. Es werden keine Dividenden ausgezahlt, sondern ganz automatisch wieder in denselben Fonds angelegt. Thesaurierende ETFs eignen sich demnach perfekt für den Vermögensaufbau. Solltest du jedoch auf der Suche nach einem ausschüttenden ETF für einen konstanten Cashflow sein, dann muss ich dich leider enttäuschen. Denn der Global Clean Energy ETF von Invesco ist dann nichts für dich. Jedoch könntest du mit dem Produkt von iShares glücklich werden. Falls du ein Börsenneuling bist, empfehle ich dir, mein Buch zu lesen, ETF von Ausführung bis Einkommen. In diesem Buch lernst du alle wichtigen Grundlagen und bist nach Beendigung imstande, ein Depot bei einem Wunschbroker zu eröffnen, dir einen ETF deiner Wahl auszusuchen und diesen als Sparplan anzulegen. Das Buch bekommst du in jedem Buchladen, auf liquidfinanz.de oder unter den Link in der Videobeschreibung. Was ist bei ETFs immer eine wichtige Kennzahl? Richtig, das DER. Mit zu hohen Kosten werden die Rendite auf lange Sicht sehr betrachtlich schmälern. Das DER dieses ETFs liegt bei 0,6%. Diese sind bei Sektoren-ETFs in den meisten Fällen wesentlich höher als bei breit diversifizierten ETFs. Schauen wir hier nochmal auf den Konkurrenten, so sehen wir, dass die TER des Invescos ETFs 0,05% günstiger ist. Wo wir noch beim direkten Vergleich sind, werfen wir mal einen Blick auf die Position. Eins vorweg. Ein ETF bzw. der Index, welchen der ETF abbildet, kann neue Unternehmen aufnehmen, sobald diese Unternehmen die dementsprechenden Anforderungen erfüllen. Genauso können Unternehmen auch aus einem Index ausgeschlossen werden. Demnach ist die jetzt genannte Anzahl auch nur zu diesem Zeitpunkt aktuell und kann nach oben oder unten korrigiert werden. Gucken wir zunächst auf den iShares ETF. Dort sehen wir, dass dieser eine Positionsgröße von 81 hat. Jedoch gilt es hier einmal genauer hinzusehen. Denn unter Positionen sind nicht nur die Unternehmen, sondern auch Cashbestände, Staats- und Unternehmensanleihen gemeint. Hier sehen wir, dass die drei genannten Möglichkeiten auch in diesem ETF einen kleinen Prozentsatz ausmachen. Bei Invescos ETF sind es 128 Positionen, davon sind jedoch 5 Positionen Cash-Reserve. Daraus schließen wir, dass dieser Fonds in 123 Unternehmen investiert. Das bedeutet zunächst, dass der Invesco Global Clean Energy ETF eine größere Diversifikation bietet als seine Verwandtschaft. Ob das nun zu einer besseren Performance oder einer geringeren Volatilität führt, ist nach so großer Zeit noch nicht zu sagen. Wir erinnern uns, dieser ETF ist zum jetzigen Zeitpunkt noch keine 3 Monate alt. Was mich an diesem ETF so wirklich begeistert, und das sehen wir in dieser kleinen Tabelle, dass die meisten Positionen, und zwar 44,34%, zu den Small Caps gehören. Das sind also noch kleine Unternehmen in einem aufsteigenden Sektor, was mich tatsächlich dazu bringt, mir diesen ETFs ins Portfolio zu holen. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf die jetzigen Top-Positionen. Die aktuell zweitgrößte Position ist Signify NV, ein Unternehmen aus den Niederlanden. Signifys ehemaliger Mutterkonzern war Philips. Ich glaube, dass die Marke und das Unternehmen Philips uns allen gut bekannt sein dürfte. Heute ist Signify der neue Firmenname von Philips Lighting, einem Marktführer für Beleuchtung und energieeffiziente Produkte, Systeme und Dienstleistungen.
Auf der offiziellen Homepage heißt es: Wir verwandeln Lichtquellen in Datenquellen. So können wir immer mehr Geräte, Orte und Menschen durch Licht verbinden, so zu einer sicheren, produktiven und intelligenten Welt beitragen. Die Wahl unseres neuen Firmennamens Signify ergibt sich aus der Erkenntnis, dass Licht eine neue Bedeutung erhält. Licht wird zu einer intelligenten Sprache, die Verbindungen herstellt und Inhalte transportiert. Beim Durchwühlen der offiziellen Webseite fällt einem sehr häufig auf, dass Umweltfreundlichkeit nicht nur ein Begriff, sondern der Weg und das Ziel dieses Unternehmens sind. Ein Zitat lautet: Nachhaltigkeit ist fest in der DNA von Signify verankert. Zudem hat sich Signify auf die Fahne geschrieben, aktiv am European Green Deal zu wirken und somit das Green Switch Programm entwickelt. LED-Beleuchtung und vernetzte Beleuchtung sind eine der einfachsten und sehr häufigen übersehenen Methoden zur Reduzierung von Treibhausgasen. Schauen wir uns mal ein paar Unternehmenszahlen an. Und beim Wachstum fällt uns eine grüne leuchtende Bewertung ins Auge, 14 von 15 möglichen Punkten. Der Umsatzwachstum des letzten Jahres beträgt 7,71%. Das Umsatzwachstum des Quartals im Gegensatz zu dem im letzten Jahr ist sogar um mehr als 12% gestiegen. Im Börsentrend konnte Signify in den letzten 12 Monaten eine Performance von 155,83% erwirtschaften. Bei den Dividenden sehen wir, dass im Jahr 2020 eine Dividende von 2,73% ausgeschüttet wurde. Auf Platz 6 liegt Infinity Energy Systems, ein Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich. Aber was genau macht dieses Unternehmen? Die Vanadium-Flow-Batterien des Unternehmens sind eine Form der nicht degradierenden Energiespeicherung, die bereits eingesetzt werden, um eine wichtige Alternative zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien darzustellen. Die Vanadium-Flow-Batterien sind eine Form der hochbelastbaren, stationären Energiespeicherung, die in erster Linie in Anwendungen mit hoher Auslastung eingesetzt werden, wie zum Beispiel in Verbindung mit Solaranlagen, im industriellen Maßstab für verteilte, kohlenstoffarme Energieprojekte. Kurz und oberflächlich gesprochen ist das Unternehmen als Zulieferer in der grünen Infrastruktur tätig. Auf dem 5. Platz ist das Unternehmen Caverion aus Finnland. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Dieses Unternehmen ist in der Baubranche tätig. Es entwirft benutzerfreundliche und energieeffiziente Lösungen für Gebäude, Infrastruktur und Industrieanlagen mit Schwerpunkten Sicherheit und Brandschutz sowie Telekommunikationsprobleme und die Automatisierung, welche diese steuert. Guter Letzt möchte ich noch auf ein deutsches Unternehmen eingehen. Wie ihr hier sehen könnt, ist es aktuell die drittgrößte Position in diesem ETF. Es geht sich um das Unternehmen Verbio Vereinigte Bioenergie AG. Die Verbio Vereinigte Bioenergie AG, kurz Verbio AG, ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das im Bioenergiesektor tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf Produktion und den Vertrieb von Biokraftstoffen. Es ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Biodieselsegment, welches Biodiesel produziert, und das Bioethanolsegment, das Bioethanol und Biomethan produziert. Das Unternehmen liefert außerdem Sterole und pharmazeutisches Glycerin sowie Tierfutter und Düngemittel für die landwirtschaftliche Nutzung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Biokraftstoffe und erbringt Ingenieurdienstleistungen für den Anlagenbau. Für mich klingt das nach einem sehr interessanten Unternehmen, vor allem wenn wir davon ausgehen, dass fossile Brennstoffe nun immer häufiger durch gute Alternativen ersetzt werden. Als Sparplan gibt es diesen ETF aktuell nur bei Scalable Capital. Da das Fondsvolumen noch unter 100 Millionen Euro liegt, könnte es passieren, dass dieser Fonds auch wieder geschlossen werden kann, Falls sich nicht genug Investoren finden lassen. Nach aktuellem Trend und mit einem grünen Blick in die Zukunft glaube ich jedoch, dass dies nicht passieren wird. Falls du bei Scalable Capital noch kein Depot hast, einen Link zur Eröffnung eines kostenlosen Depots findest du in der Videobeschreibung. Nun noch ein kleines Fazit. Für mich ist das aktuell der interessanteste ETF aus diesem Sektor. Ich werde ihn mir für mindestens 15 Jahre in mein Portfolio legen. Ob ich dieses jedoch als Sparplan oder als Einzelkauf tun werde, halte ich mir noch offen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Unterstütze mich doch bitte mit einem Abo und wenn dir das Video so richtig gefallen hat, dann drück doch den Daumen nach oben und teile das Video mit deinen Freunden oder in der Community. Hier noch kurz Werbung in eigener Sache. Mein neuestes Buch, 101 Kryptocoins, Anwendung und Technologie, ist nun offiziell im jedem Buchladen und auf Amazon verfügbar. Falls du eher Interesse an dem E-Book hast, dieses gibt es auch im Bundle mit meinem ersten Buch, ETF von Ausführung bis Einkommen, zum Sparpreis von 11,49 €. Damit sparst du 25% gegenüber dem Einzelpreis.
Alle Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Auf meinem Instagram-Kanal liquifinanz biete ich ständig neuen Content über ETFs, Aktien und Kryptocoins. Auch finden hier häufiger Verlosungen statt. Mit einem Abo wirst du keine mehr davon verpassen. Ich wünsche dir noch eine satte Rendite und auf Wiedersehen.